Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Glazed. Wir sind hier anscheinend so vor dem finalen Battle. Und vorher wollen uns noch Chell und Tai herausfordern. Ne? Good idea, I promise how about we battle both battle green. Whoever wins gets to fight go first. Sounds good. Yeah, it sounds good. And you go first if you beat us. Both let's do rock, paper, scissors to see who battles green first. Rock, paper, me first. Ich habe mir auch schon angesehen, welches Level der finale Kampf hat. Level 92. Gar nicht übertrieben oder so. Aber hey, wir waren ja schon vorher gut gelevelt, ne? Wir könnten jetzt auch in der Theorie schon 1 auf 92 haben, hätte ich nicht noch die anderen mitgelevelt. So, da gehen wir auf Lucario jetzt. Aber nach diesem finalen Kampf, da den wir jetzt nicht in diesem Part machen werden, wird es natürlich noch die legendären Pokémon geben und so das ein oder andere Secret. Flareon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in dem Part noch Victini holen. Je nachdem, wie schnell die Kämpfe gehen, weil ich habe noch vor, gegen diese zwei Special-Trainer zu kämpfen. Und Victini, den muss man ja nicht mit Pokébällen fangen, man kriegt den so nach einem bestimmten Trainerkampf. Espion. Ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir noch einen Team Part holen, aber wir werden diesen Soul werden wir nicht besiegen in dem Part. Weil ich trainieren muss noch. Sprich Sonderbonbons benutzen. Ja, ich meine, es ist nicht viel. Ich meine, es ist jetzt nicht so wie ein Johto. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen. Ja, Substitute bist du schwach dafür. Ja, die Überreste, man kennt sie. Sind meine Lieblings-Items in dem Spiel. Zusammen mit der Attacke Schutzschild und dem Pokémon Papunga. Guck mal, als ob er jetzt beide Trinker auf dieses Psyan einsetzt. Die sind jetzt aber auch nicht so schwer. Die zwei. Ich meine, die wollen dem Herausforderung sind viel zu niedrig gelevelt. Ja, eigentlich hätte ich auch Callman machen können, aber habe ich nicht gemacht, also in der ersten Runde, wo der geheilt hat. Vaporeon. Gigasauger. Beziehungsweise lähmt, dass man keine eigene Insel für die Champ da gemacht hat, ne? Ich glaube auch, dass es keine Top 4 gibt. So, ein Vaporeon stirbt jetzt. Jetzt müsste nur noch was Blitzer?
Ich glaube, Blitzer ist noch da. Oder was? Ne, Flammerer, der ist schon tot. Ich glaube, es ist Blitzer. Ja, noch Blitzer. Substitute. Okay, kannst du durchmachen. Erdbeben. Was will der machen? Donner oder was? Wenn er schon den Regen macht. Bei dem wie willst du im Gebäude regnen? Können wir ja nicht sagen, dass sie da jetzt auf einmal drauf sind. Wow, I lost again. Wow. Nee, das war Luigi, der so macht. Wow, Luigi. I can't believe I lost. Now I need to wait longer. I hate waiting. Tell you jerks, it wasn't rock, paper, scissors at all. Well, it's my turn now. I guess here's to a good battle, Grün. Warum auch immer es keine Rivalmusik gibt. Kapier ich nicht. Miganie. Das ist schon höher vom Level. Ich werde aber auch mit dem Pokémon, dass ich easy besiegen kann. Ha, Liebstick geht daneben. Hoffentlich ist sie jetzt nicht mehr in der Range, wo sie sich heilen kann. Okay, sie halt ist nicht mehr in der Range, wo sie sich heilt. Also stirbt mir gar nicht. Garchomp. Ernsthaft? Ich habe einen Eis-Pokémon vorne und ihr schickt ein Pokémon rein, das eine Vierfachschwäche gegen Eis hat. Manchmal verstehe ich die KI in diesem Spiel einfach nicht. Tyranitar. Lucario. Müsste sie nicht noch ein Breloom haben? Ich glaube schon. Walter Shell, wenn man sich das so ansieht, hat sie echt ein krasses Team, so. Wenn man jetzt mal die Level weglässt, so jetzt vielleicht um so zu besiegen nicht so hoch sind, ne? Weibliches Tyranitar, Alter. Skarmory. Stimmt, den hatte sie auch noch. Hätte sie ja noch 3 Punkte. Ich dachte, es ist hier noch 2 oder 1. Okay. Ich weiß es, das Ding hier kann Robustheit haben. Keine Ahnung, ob Iris Robustheit hat. Nein. Hat's nicht. Aber ich weiß das von Troy zum Beispiel, das hat Robustheit. Glaube ich zumindest, oder? Ja doch. Kingdra. Bleib ich drin. Ich
Ahnung, ob sie keine andere Wahl mehr hatte oder so, weil sie hat noch zwei Pokémon. Dann scheint sie so, als hätte sie nichts mehr, was sehr effektiv gegen Pinsuralfix ist. Aber sie hatte doch ein Breloom. Warum schickt sie das nicht rein? Mondgewalt. Mega Absol. Ist absolut genial. Dann würde ich sagen, ist das so ein Mega Battle. Wie sieht Mega Absol Sprite aus, frage ich mich jetzt. Ja, sieht geil aus. Ich mag Mega Absol. Ich mag Absol ja schon so, aber so Mega Absol ist auch geil. Aurasphäre. Ich frage mich zwar, warum ausgerechnet ein Pokémon wie Absol eine Mega-Entwicklung bekommen hat, aber ich mag's. Ich mag Absol ja so schon, vom Design her. Mega-Absol toppt das auch noch. Finde ich. Ja, sie hätten hier keinen Kommentar dazu. I figure that's much to be honest. I've already battled Soul and I lost pretty bad. He's way out of my league. Anyway, I'm going to travel the Hoenn region now. What's more, you can't follow me, since Hoenn doesn't exist in this game. Haha! Maybe I'll see you around, Slowpoke. Goodbye. Alter, was war das? Alter! Man, what a downer, isn't she? Breaking the fourth wall and everything. Alter, was ist das hier für Dialoge? You know, Grün, I've already gotten swallowed by Soul. 3 times, better train. Training sucks. But it must be done. Bye, Grün. Have fun, good luck. Alter, wie sie da die vierte Wand einfach nur so. Ich gehe jetzt in die Höhenregion. Kannst mir aber nicht dorthin folgen, weil das existiert in diesem Spiel nicht. Junge. Das fand ich jetzt gerade geil. Das war gerade ein geiler Moment. Weil ich wäre hier gerne noch in die Höhenregion und die Sinnoh oder Einhard oder Kalos-Region gefolgt, wenn es sein muss. Wäre so Kalos so in einem GBA-Hack oder so, das wäre geil irgendwie. So, diesen einen Typen da, den ich besiegen will, der ist auf welcher Insel? Nitrail? Was ist Nitrail? Ich glaube schon. Ja, doch, war Nitrail. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, das war direkt da am Hafen, der Faust. Da muss ich mal schauen, was vielleicht Alpha Isle. Der Colo-Eye kann es nicht gewesen sein. Ja, da müsste es Alpha-Heim. Ich wollte gerade Alpha-Heim so aus Sword Art Online sagen. Und gleichzeitig so Alpha-Isle. And I like to program and little known fact is helped add the feature of picking up and dropping Pokemon in the PC. Köpfen wir. Should program something for that. Programmer Joltison wants a little, was hat er? Ich meine, das wird er sicher überlegen. Ich wollte den sogar mit dem Critical Hit. Das gibt 400 DP! 400!
27! Da gib mir jetzt selbst Pokémon auf Level 30 mehr oder 20! Was zum Teufel? Well, since you have proven to be a mighty trainer yourself, you can have this magic cup. In my own pooped out. Fill it with care and you'll be in force. You don't have room, no worries. I just go. Willst du send this to your PC? Sag mir jetzt nicht, dass es Level 100 ist. Ja, Alter. Ich hab gerade die Lachfläche des Todes bekommen. Carpador Level 100. Die haben beide schon. Sind beide schon gescheitert an Soul. Aber ich werde nicht scheitern. Zwischen dieses Carpador 10 ist das wirklich Level 100. Dann lache ich mich ja komplett schlapp. Nee, Level 60. Aber trotzdem. Level 60 Carpador. 6. Alter, was denn? Ich wusste ja, dass die Stats von Carpador scheiße sind, aber selbst auf Level 60 hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich finde es irgendwie witzig, dass er fast so viel Defense hat wie Schuh. Wartet, ich muss trotzdem mal an den PC gehen. Weil die letzten Trainer, die wir so herausfordern wollen, nehmen Parts in den Tuner. Deswegen würde ich sagen, Frostedi raus. Und Schwalboss, wo bist du? Schwalboss. Also, wo ist denn das Vieh? Da. Alter, ich habe mich gerade echt schnapp gehabt. Wenn der Entwickler jetzt auch sowas hat, ne, dann gehe ich. Ich weiß, dass man auch hier zu den Inseln wieder zurückfliegen kann. Zwar nur zu Hannah, aber dann kann man. Hier. Ich glaube, das ist sogar weil. Oder? Nee, das müsste die Refina Isle sein. Na, mal hier auf der Karte, oder? Trainer Isle. Die kenn ich nicht, die wird erst safe später aufgedeckt. So, einer der zwei Trainer ist hier bei der Tunot League. Obwohl, nee. Das war doch eher beim Anfang, ne? What? Sag mir jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg dorthin laufen. Okay, dann schneide ich mal, Leute. Bis gleich. So, sind wir jetzt da beim Haus des Entwicklers. Ich glaube zumindest, dass der Entwickler ist. Ich glaube, es war so. Ne? Ne, wartet. Right now. Erstmal hole ich meinen Pokémon wieder raus für den Kampf. Ne? War ein langer Weg, aber ich wollte keinem Pokémon jetzt Kaskade beibringen. Ne? Ah ja, einmal im Lugbui. I made Zach, you are playing right now. I'm trying to be brave. Will you battle me? Here goes nothing. Und der hat jetzt noch kein Level 100 oder so. Ne, der hat sogar 6 Pokémon, ne? Quilava Level 50. Alter, fängt das schon mal gut an. Okay, ich wollte den damals nicht machen, weil ich dachte, dass es auf einem richtig high Level ist. Danach versuchen wir noch in dem Part an Vitini ranzukommen. Dann war es das auch schon für den Part. Dann werden wir im nächsten Part Soul herausfordern. Aber ich finde es irgendwie schade, dass man nicht gleich zu jeder Insel hinfliegen kann, dass man zwingend das Schiff nehmen muss. Aber ich glaube, wenn wir legendäre Pokémon fangen, werde ich auch das Team, ehrlich gesagt, austauschen, ne? Das Ding ist halt, dass die viel zu heiß sind und machen zu viel Schaden.
So, jetzt Hilltei im Sinne, dass sie zu viel Drogen nehmen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Vom Level her viel zu hoch. Polygon Z. Also ja doch, ich hätte den Trainer vorher machen können. So, Manectric. Der Lockerzock ist der einzige, der noch auf 87 ist, Alter. Aber ich denke, dass wenn Voltaire so schneller ist als Stolz, dann weine ich, Alter. Ja, ich bin immerhin 37 Level höher. Meter groß. Also der überlebt das nicht. Nur ich hätte nicht gedacht, dass der nur auf Level 50 ist, sonst hätte ich ihm sicher damals gemacht. Wo ich glaube, ich war sowieso unter dem, also denke ich nicht so, dass ich den gemacht hätte. Sorry for taking up your time. Yeah, why don't you take this? Oh, you don't have room in your party. Okay, I put it in your PC. Obtained Equilava. Can we try and get better at battling, okay? In the meantime, enjoy playing Glazed. Okay. Weil das sagt mir jetzt nicht, dass ich mir schon Tornupto Fanboy 13 geholt habe. Als ob. Ich hab jetzt einfach. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch nicht. Alter, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht, Dings geholt. Hätte ich sicher Kanimani oder so genommen. Warte, ich muss sowieso an den PC, merke ich gerade. Für Victini müssen wir nämlich in eine bestimmte Stadt fliegen. Ich weiß gerade nicht mehr, welches ist. Das ist eine, wo man Surfer braucht. So als VM. Irgendeine, wo es Wasser gibt, auch. Serentia weiß nicht, aber ich schau mal, ob es dort war. Kann man dort. Wenn man dort hinten surfen kann, dann ist es dort. Aber nein. Ich glaube sogar, es war Seaspray Tower. Genau, kann man dort hinten surfen? Ja, warte. Ist was Stormy City? Also ich weiß halt echt nicht mehr. Ich habe das mal in einem YouTube-Video gesehen. Ich meine, irgendwie muss ich das ja auch wissen können, ne? Das ist ja ein Trischen, ne? Für Friendships aus WTF. So ist es sicher so ein Typ, der so sagt, wie viel Freundschaft das Pokémon hat. Hätte ich das bloß vorher gewusst. Keine Ahnung, ob Priolu da schon Lucario war. Was, Alter, was war's nochmal? Ich glaube nicht, dass Palm Tree Resort war. War es North Coast da? Nebenbei anscheinend kann man jetzt anscheinend auch nach Johto fliegen? Nee, North Coast war's nicht.
Wisst ihr, was ich schneide, bis ich Start habe? Bis gleich. Robert macht keine. Jo Leute, ich hab die Stadt. Irgendwie traurig, dass ich eigentlich sogar schon dort war, weil ich hier nicht weitergegangen bin, weil hier muss man hoch. Vielleicht hätte ich auch Schutz wieder aktivieren sollen. Aber ich habe mich gerade für einen kurzen Moment gefragt, warum der Name des Pokémons auf Englisch ist. Bei ist hier nichts. Okay, jetzt hieß Breton, aber. Okay, hier ist einfach nichts. So, hier ist jetzt bald irgendwo ein Haus. Und hier ist ein Item. Wollte ich gerade einfach auf dem Wasser, auf dem Strand surfen. Ich kann auch nicht mal hin. Seltsamer Bug, Alter. So, hier ist das Haus. Das ist ein Item. Candy. My name is Sohil. People don't usually come to visit me. Not many people know it, but I'm an elite four in a different league. By the Sohil. My name is Sohil. People don't usually come to visit me, not many people know it, but I'm an elite four of a different region. Would you like to battle? Yeah. Ja, im Part ist jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Aber hoffentlich schaffen wir Sohil. Ich meine, er ist Level 50, aber ich habe auch schon gesehen, dass er schon nicht ganz ohne ist. Und ich glaube, 50 Dragogan, Alter, haben wir hier Siegfried vor uns. Weil ich darf ganz so weitergehen, wie es angefangen hat. Gliscor. Er wird auch höchstwahrscheinlich gleich sein Victini einsetzen. Victini. Der soll eigentlich drin bleiben. Ich mag Victini. Ich finde es zwar ein bisschen seltsam, dass der das einzigste Pokémon einer Generation ist, das im Pokédex vor den Startern kommt, offiziell. Das verwirrt mich auch immer, und ich frage mich dann auch immer, ist Victini ein Pokémon von Gen 6, von Gen 4 meine ich, oder von Gen 5, aber es ist ein Gen 5 Pokémon, aber es kommt im Pokédex vor den Startern. Ja, sowohl im nationalen als auch im, ich glaube sogar im Einhaldex. Oder? Beim Einhaldex bin ich mir nicht sicher, aber im nationalen Dex auf jeden Fall. Espion.
Zoroark. Ich habe gesehen, dass da jemand das halt auf Level 70 gemacht hat und er da übel Probleme hatte, aber ich... Für mich ist easy. Okay, vielleicht auch wegen meinem Level. Ich glaube, der Kampf wäre knackiger gewesen, wäre ich auf seinem Level, aber... No. Kann man nichts dran machen. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt ein geiles Victini. Got me beat. Your desire and the noble way your Pokémon battled for you. I even felt thrilled during our match. That was a very good battle. I want to give you a gift for defeating me. Please take it. Oh, you have no room in your party. Don't worry, I'll send it to your PC. Receive the Victini from Soheal. Continue forth on your journey and please take care of that wonderful Victini. It's my favorite Pokémon after all. Klar, klar, natürlich. Ich will mal Victini sehen. Level 20 Victini, Alter. Psychofeuer. Sacred Fire. Yo. Gönnt er sich. Naja, das war's jetzt für den Part, Leute. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein kostenloses Abo da und so weiter und so fort, Leute. Tschüss. Und im nächsten Part werden wir Soul Calibur dann. Süß.